Ich erstelle eine komplett neue Minecraft-Welt mit dem Namen Blood Moon. Genauso geschrieben. Wir haben natürlich Cheats deaktiviert, sind im Survival-Modus unterwegs und ich gebe auch Blood Moon einfach mal bei dem Seed ein. Leute, an dieser Stelle gerne jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da lassen. Abonnieren auch nicht vergessen für weitere solche Videos. Denn wir werden heute einfach mal versuchen, diesen Blood Moon zu finden in Minecraft. Es wird der absolute Wahnsinn. Und dementsprechend laufe ich einfach mal jetzt hier durch den Wald. Werde mich auf jeden Fall auf die Nacht ganz gut vorbereiten müssen. Und wir spawnen sogar passend zum Blood Moon einfach mal direkt vor einem Villager-Dorf. Denn der Blood Moon ist ein sehr gruseliges Ereignis in Minecraft, wo der ganz normale Mond einfach mal rot werden soll. Es sollen auch noch andere kranke Sachen passieren. Aber ob das Ganze funktioniert, das wird sich heute in der Nacht zeigen, Freunde. Und ja, wie können wir den Blood Moon eigentlich erreichen? Was wir machen müssen ist, wir müssen einfach mal Monster in eine Grube locken. Dann diese Monster anzünden, am besten mit Lava oder vielleicht sogar Feuer. Und dann sollten wir eigentlich auch am nächsten Tag... Oh mein Gott, was ist das für eine Kiste, Alter? Dann sollten wir am nächsten Tag eigentlich auch schon sofort den Blood Moon sehen. Es sollten einige verrückte Ereignisse passieren. Und ob das der Fall sein wird, da bin ich natürlich jetzt mal sehr gespannt drauf. Aber bevor wir das angehen, schaue ich mir nochmal ganz schnell hier die Kisten an. Denn dieses Villager-Dorf schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, das schmeckt genauso gut wie euer Mittagessen heute. Leute, Spaß beiseite. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr heute zum Mittag gegessen habt. Wenn ihr schon Mittag gegessen habt, denn das Video, das kommt ja heute ein bisschen später online. Und ja, es sollte ja jetzt noch Wochenende sein, wenn ihr das Video früher seht. Aber gut, ich frage mich jetzt, was macht am meisten Sinn, mit den 3 Diamanten zu machen? Eine Waffe? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Was kann ich am besten mit den 3 Diamanten machen? Eine Waffe ist an sich ja nie verkehrt, aber wollen wir das wirklich darauf beziehen oder lieber eine Spitzhacke machen? Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir fangen sofort an mit so einer Spitzhacke. Denn bei der Spitzhacke haben wir ganz klar den Vorteil, dass wir damit auch schon bessere Sachen abbauen können. Wir müssen uns nicht unnötig irgendwelche weiteren Spitzhacken craften. Also ab, Leute. So, einmal ganz schnell Holz machen. Zack. Hier noch eine Spitzhacke hinterher. Bam. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, ja, wir können uns jetzt eigentlich schon in die Mine begeben. Denn was wir auf jeden Fall benötigen werden, ist, wir brauchen noch 2 Eisen. Können wir dann nämlich auch mit der Spitzhacke abbauen. Und wenn wir diese 2 Eisen haben, dann sollte es auch ausreichen, um uns einfach mal einen Eimer zu machen. Und in den Eimer packen wir dann Lava rein und können dann in die Grube Lava reinfüllen, wo dann die ganzen Mobs drin sein werden. Und das ist auf jeden Fall der aktuelle Plan. Bisschen Holz haben wir auch, wobei ich sogar sagen würde, wir gehen lieber eine Nummer sicher und machen uns ein bisschen mehr Holz. Ich schnapp mir einfach mal von dem Haus hier etwas Material. Das sollte ja keinem hier schaden. Wobei der Villager, ja gut, der wird drüber hinwegsehen. Ich schenke dir nachher noch ein besseres Haus. Schön aus Diamanten, Freunde. So, dann machen wir uns jetzt einmal hier eine... Was wollte ich machen? Eine Axt, genau. Denn dann haben wir auch noch genug Holz, wenn wir in die Mine gehen. Weil die Gefahr ist natürlich immer in so einer Mine, dass man da nicht genug Material hat. Aber gut, ich bin echt gespannt auf das Ereignis, Freunde. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Denn so ein Blood Moon in Minecraft, das ist schon was sehr Eigenartiges. Und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall Gas geben, weil das Ganze müssen wir natürlich in der Nacht machen. Das heißt, nur in der Nacht werden wir die Möglichkeit haben, diese ganzen Mobs in eine Grube zu locken und sie anschließend anzuzünden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon alle Kisten gelootet habe hier. Na, okay. Die ein oder andere Kiste habe ich hier leider übersehen, aber wie gesagt, gar kein Problem. Ich meine, wir haben ja schon echt guten Loot hier im Villager-Dorf finden können. Wobei ich sagen muss, das Villager-Dorf ist schon wirklich groß. Also es ist kein kleines Villager-Dorf. Und man muss auch wirklich sagen, dass das für uns natürlich ein sehr guter Vorteil ist. Sogar eine Waffe haben wir hier in der Kiste gefunden. Also eine schmackhafte Axt. Was ist denn damit passiert? Da ist einfach mal Wasser drin in einem Villager-Haus. Komplett voll mit Wasser. Hier sogar noch sehr viel Holz. Jetzt geht's hier aber los, Freunde. Jetzt geht's hier aber los. Essen brauchen wir natürlich auch. Und der Mini-Villager schaut mich hier so verzweifelt an. Mini-Villager, kein Grund zur Sorge. Papa ist hier auf jeden Fall am Start. Wenn man mich jetzt einfach mal als den Retter hier nennen kann. So, Freunde, ab geht's jetzt hier nochmal rein. Aber
Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir verzichten einfach mal auf die restlichen Kisten. Wir gehen jetzt sofort rüber in die Mine. Und dort besorge ich mir, warte, genau, Eisen. Eigentlich brauchen wir wirklich nur Eisen. Dann sind wir schon ready to go. Den Weg aber in die Mine werde ich nochmal das ein oder andere Schaf schlachten, weil wir dann einfach mal das Fleisch mitnehmen können. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir noch irgendwas zu essen. Dann haben wir zumindest was zum Essen. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo finden wir hier nochmal spontan eine Mine? Irgendwo muss hier eine Mine sein. Und wie gesagt, ich nehme die Tiere jetzt hier nur mit, weil vielleicht brauche ich natürlich noch was zu essen. Und alter Schwede, wie groß ist denn dieses Villager-Dorf? Das ist ja mal nicht mehr normal. Alter, sehr, sehr krank auf jeden Fall. So, okay, hier war ich aber auch schon, ne? Das merke ich gerade auch noch. Hier sogar in dem Haus. Das ist einfach mal mein Spawnpoint. Hier ist ja komplett egal. So, hier vielleicht. Lol, hier ist sogar wirklich noch etwas Emeralds. Oh mein Gott, nicht schlecht, nicht schlecht. Werden wir zwar an sich nicht benötigen, aber trotzdem ist das Ganze natürlich nicht schlecht. So, was auch nicht schlecht wäre, wäre, wenn ihr jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da lassen könntet, wenn ihr es noch nicht getan habt, und natürlich kostenlos abonnieren, um keine weiteren Minecraft-Videos mehr zu verpassen. Okay, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir sollten auf jeden Fall langsam zusehen, dass wir Eisen finden, sonst wird es knapp. Gott sei Dank haben wir, wie gesagt, diese wunderschöne Diamantspitzhacke. Und mit dieser Diamantspitzhacke können wir einfach mal jetzt, ja, uns ein bisschen was craften, da wir hier Holz abgebaut haben. So, das packe ich mir in die zweite Hand. Die Spitzhacke in die erste Hand. Und die Mine scheint so zu sein, dass wir hier nicht weise kommen. Okay, kein Problem. Wir suchen nach der nächsten Mine. Ich meine, Zombies an sich in so eine Grube zu locken, das wird nicht die größte Kunst. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Aber wo ich mir eher Sorgen mache, ist, dass wir jetzt hier gar kein Eisen finden. Das kann doch gar nicht wahr sein. Zwei Eisen trennen uns von einem Eimer. Das ist ja gar nicht so viel. Normalerweise findet man sofort eine Mine. Kann sein, dass der Blood Moon nicht möchte, dass wir ihn sehen. Wer weiß. Wer weiß. Wir wissen es nicht. Deswegen, wo ist hier eine Mine? Schauen wir nach, Leute. Wir schauen nach. Wir bleiben am Ball. Okay, das hier ist auch eine Mine, die wieder nur so mini ist. Was ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Da hinten, was ist das? Das ist auch wieder so eine Mini-Mine. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Jetzt Real Talk, Leute. Warum finde ich keine Mine? Normalerweise ist das eine Sache von ein paar Minuten. Und hier in dieser Welt, wo wir gerade eh ein bisschen unter Zeitdruck stehen, ist das eine Sache von ein paar Stunden. Ich höre eine Spinne da oben. Hier muss irgendwo eine Spinne sein. Wo ist sie? Die Mine sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Richtig, richtig nice. So, dann gehen wir einfach mal hier nach unten, würde ich sagen. So, hier auch nochmal. Leute, ich glaube, das könnte eine Mine sein, wo wir jetzt auch wirklich Eisen finden. Natürlich finden wir Eisen in dem Moment, wo wir das Ganze aussprechen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, jetzt sehe ich nur zu, dass mich hier kein Mob in dem Moment wegsprengt, während wir Eisen abbauen. Dann sind wir eigentlich ready to go, um alles vorzubereiten für die Nacht. Ich meine, wir haben ja auch schon echt gute Rüstung, dadurch, dass wir jetzt hier einfach mal schon was sammeln konnten. Hier kann man das Eisen ein bisschen besser einsammeln. Also wir konnten ja die Rüstung im Villager-Dorf kostenlos abgreifen. Das war natürlich wie ein Sechser im Lotto, genauso wie dieser Raum ein Sechser im Lotto ist. Da hinten habe ich aber einen Creeper gesehen. Da müssen wir nochmal aufpassen, dass der nicht angesneakt kommt und uns im Zweifel einfach mal wegspringt. Das wäre ganz und gar nicht gut. Okay, Leute, das scheint jede Menge Eisen zu sein. Eigentlich sogar mehr Eisen, als ich eigentlich brauche. Aber, oh mein Gott, mir fällt gerade ein, ich brauche ja noch Lava. Das ist ja, oh nein, das habe ich voll vergessen. Oh mein Gott, das ist auch gar nicht gut. Denn ohne Lava werden wir auf keinen Fall weiterkommen. So, Kohle haben wir hier jede Menge, das ist kein Problem. Aber, oh mein Gott, wie hat der mich denn erschrocken? Oh mein Gott, Gott sei Dank sind wir nicht gestorben. Und ich habe den Creeper noch gerade da laufen sehen. Dachte mir, ey, der wird doch eh nicht kommen. Und bam, auf einmal ist er neben uns. Was ist das denn? Der reinste Wahnsinn. Okay, okay, wir haben überlebt, das ist das Wichtigste. Okay, wir sollten uns aber, wie gesagt, immer noch beeilen. Da kann ich mir noch ein bisschen Brot machen. Ich wollte jetzt hier eigentlich was durchbraten. So, machen wir es einfach mal so. 13 Äpfel. Okay, da waren echt viele Äpfel in der Kiste. So, hier können wir nochmal ein bisschen Kohle nachpacken. Hier auch nochmal. Das nehmen wir raus. Machen uns jetzt hier nochmal eine
einen Eimer. Wir können uns sogar gleich noch eine Hose machen, theoretisch. Ne? Das würde auch funktionieren. Weiß jetzt nur nicht, ob wir das so brauchen. Wie gesagt, die Zeit drückt. Wir haben nicht so viel Zeit. Und eigentlich, wenn ich sehe, wir haben 13 Äpfel, wisst ihr was, Freunde? Wir ignorieren jetzt erstmal den Fakt, dass wir eine Eisenhose craften. Ich möchte nämlich ganz schnell zusehen, dass wir einfach mal an Lava kommen. Das wird jetzt hier nochmal wichtiger sein. Aber hier ist Ende, das ist gar nicht gut. Ich habe aber hier einfach mal bei Eisen Lava gehört. Das heißt, eigentlich können wir uns ja... Oh Gott, Lava ist... Aufpassen. Aufpassen, niemals straight runterbauen, Freunde. Aber da ist Lava, sehr geil. Sogar so ein Lavasee. Sehr, sehr nice, Freunde. Dann haben wir ja alles, was wir benötigen. Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, ich begebe mich ganz schnell zum Villager-Dorf zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir in der Mine sind. Das wird aber höchstwahrscheinlich, ja, ein bisschen tiefer sein. Schauen wir mal nach, Freunde. Schauen wir mal nach. Ja, ich weiß auch nicht. Es müsste jetzt eigentlich schon langsam Nacht sein in Minecraft, wenn ich so auf die Uhr schaue. Deshalb, ab geht's, Freunde, ab geht's. Tatsächlich sind wir hier wieder im Villager-Dorf. Es ist auch dunkel. Und jetzt heißt es ganz schnell Mobs sammeln, Leute. Aber am besten nicht in der Nähe vom Villager-Dorf, weil da ist natürlich der Eisengolem, der die ganzen Mobs weghauen wird. Und mir fällt jetzt auch noch gerade spontan ein. Nein! Oh mein Gott, was sind denn das für Creeper heute? Oh mein Gott! Okay, da kommen richtig viele Monster, da kommen richtig viele Monster. Ich wollte eigentlich nur ganz schnell eine Schaufel craften, aber jetzt habe ich meine Sticks dort verloren, ne? Sticks, 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 sind die da noch? Hä, hatte ich nicht noch Sticks? Ja, entspannt euch Monster, euch sammle ich gleich ein. So. Hä? Schaufel. Ah, Mann, diese Monster nerven gerade ein bisschen. Jetzt muss ich aufpassen, dass die mich jetzt hier nicht irgendwie töten. Das wäre ja wirklich der... Das wäre eine Katastrophe, wäre das. So, okay. Aber warum macht der Eisengolem eigentlich nichts? Der hat einen Job und den macht er nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, Freunde. So, also neues Holz ist am Start. Das war jetzt hier verklickt. So, und jetzt geht's ab, eine kleine Grube zu graben. Eigentlich können wir das hier als Grube nehmen. Wobei der Eisengolem ist sehr nah, ne? Ja, ein bisschen weiter abseits. Ein bisschen weiter abseits wird nicht schaden. Komm, hier zum Beispiel. Das sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, wenn die Mobs dann da drin sind, machen wir einfach das Ganze Schicht im Schacht. Und das Ganze muss eigentlich in der Nacht passieren. Und ihr seht, die Zeit, die drückt langsam echt. Oh Gott, ich dachte schon wieder, der nächste Creeper kommt mir hier um die Ecke. Gerade bei Spinnen. Oh, der erste Gast. Kali, Hallöchen. So, rein da. Einmal rein da. So. Oh nein, 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 nein. Kollege, weg hier, weg hier. Ey, 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 entspann dich. Bei einer Spinne, wollte ich gerade sagen, wird das schwierig. Nein, Mann, du bleibst da drin. Rein da mit dir. Rein, 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 rein. So, genau. So, diesen Kollegen kann ich jetzt hier killen. Das ist kein Problem. So, aber was ich meine, gerade bei Spinnen... Ey, wer greift mich denn jetzt schon wieder an? Junge, weißt du was? Ich schmeiß einfach alle hier rein. Ich schmeiß einfach alle hier rein. Eigentlich brauche ich nur einen Zombie. Jetzt werden es aber mehrere, weil die mich hier ein bisschen nerven. So, bei der Spinne mache ich das einfach mal so, dass ich am Ende da Trapdoors dazu packe, dass die Spinne auch nicht mehr rauskommen kann. Sollte eigentlich funktionieren, weil was anderes fällt mir jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht ein. Das ist jetzt der Crafting Table, komm, ist egal. Wir haben keine Zeit, Freunde, wir haben wirklich keine Zeit. So, machen wir einfach ein paar mehrere, so, zack, bloß nicht geizen. Wir haben genug Holz am Start. So, das heißt, wir haben jetzt Zombies da drin, sehr gut. Aber wir brauchen mehr, Leute. Wir brauchen definitiv mehr. Wir brauchen, wie gesagt, noch ein paar Skelette. Zum Beispiel eine Spinne. Ein Creeper wäre auch noch ganz gut. Und dann sollte der Blood Moon, wenn wir diese Monster quasi opfern, erscheinen. Und wenn man vom Teufel spricht, ist einfach mal ein Skelett am Start. Let's go. Und das müssen wir jetzt hier noch irgendwie reinbekommen. Oh, Creeper kommt auch. Creeper kommt auch. Creeper kommt auch. So, rein da mit dir. Ja. Oh, ich dachte schon, es explodiert. Ich dachte schon, dieser Creeper explodiert einfach mal. Hä? Junge, ist der crazy? Ist der crazy? So, auch rein da. Let's go, let's go. Eigentlich fehlt jetzt wirklich nur noch die Spinne. Ey, ey, haben die sich... Junge, warum kloppt ihr euch? Seid ihr denn verrückt? Warum kloppen die sich denn? Mann. Oh nein, was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Okay, die Zeit sagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommt, Leute, rein da, rein da, rein da, rein da. Komm, 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 komm. Let's go, let's go. So, Skelett. Skelett, komm da rein. Ist das normal, dass die sich da kloppen? Weil eigentlich... kenne ich das nicht so. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier hinter dem Balken, dass der ein bisschen näher kommt. Der ist selbst reingeflogen. Minus 10 IQ. Minus 10 IQ. Okay. Der kloppt sich jetzt hier aber nicht, ne? Oder?
Ne, die kloppen sich nicht. Die sind auf mich fokussiert. Perfekt. Okay, heißt jetzt eigentlich nur, die Spinne da irgendwie reinzubekommen. Wo? Da war doch gerade irgendwo eine Spinne, oder? Ich meine, ich hatte hier irgendwo eine Spinne gesehen. Ich glaube, ich spinne, wenn ich die nicht wiederfinde. Okay, Freunde, tatsächlich habe ich die Spinne. Aber ich habe auch noch viele weitere Mobs hier am Kragen. Das gefällt mir gerade nicht so ganz. Ich würde deshalb sagen, ganz schnell die Trapdoors hier platzieren. Und come on, come on. Ey, 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 chill doch, Skelett. Bist du verrückt geworden? Lass mich in Ruhe. So, ganz schnell was essen. So, aufpassen, dass die Spinne jetzt nicht irgendwie kommt. Weil dann muss ich die Dinger hier nur noch umschlagen. Und dann sollte die Spinne hier nicht mehr rauskommen. So, okay, Spinne, komm her. Spinne, komm her, genau. Komm her, komm her, komm her. Ich mach dich schon frei. Genau, so. Jetzt einmal hier rein, bitte. Zack, 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 zack. Komm, geh da rein. Nein, geh da rein, geh da rein, geh rein. Ja, ja, ja. So, zack, 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 zack. Und die Spinne kommt auch nicht mehr rein. Raus. Let's go, Leute. Die Spinne kommt nicht mehr raus. So, es ist noch... Nein! Mann! Leute, ich war schon fertig. Warum geht dieser verrückte Creeper einfach mal in die Luft? Okay, kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik, Freunde. Es ist ärgerlich, ja, auf jeden Fall. Aber es ist noch nichts verloren. Es ist wirklich noch nichts verloren. Ich werde jetzt einfach nochmal ganz schnell Gas geben. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann echt nicht wahr sein. Okay, Leute, es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Ihr seht, da sind wieder alle Mobs drin. Alle. Oh nein, 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 Creeper. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Chill, chill, chill. Das Ding ist, wir müssen uns wirklich beeilen, weil Nacht ist eigentlich so gut wie vorbei. Zombie, bitte. Wo ist hier ein Zombie? Komm, Zombie, 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 Zombie. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist, oh, wisst ihr was, Leute? Wir versuchen es einfach so. Ist egal jetzt, ist egal jetzt. Ich versuche es einfach so ohne Zombie. Wir haben keine andere Wahl. Alle sterben. Alle Creeper, komm, stirb, ja. Creeper stirbt auch. So, dich opfern wir auch. Komm, 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 komm. Komm, ja, komm, Spinne, du auch. Du hast die ganze Zeit hier aufgemuckt. Jetzt kannst du auch rauskommen. Ja, egal. Oh, ja, doch, sie kommt, kommt. Komm, 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 komm. Let's go, geh da rein, geh da rein. Ja, okay, vielleicht war das quasi so der Ersatz für unser Zombie. Leute, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach, bis Nacht wird und dann bin ich mal echt gespannt. Okay, Freunde, die Sonne geht auf jeden Fall langsam unter. Wir sehen es auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ich suche mir jetzt hier noch irgendwie einen Ort, wo ich vielleicht ein bisschen bessere Sicht habe. Ich nehme jetzt einfach mal diese Holzblöcke hier und dann schauen wir mal nach. Was wird abgehen, Leute? Was wird abgehen? Oh mein Gott, schaut euch das an! Der Blood Moon ist einfach mal da. Wir sehen hier, auf der einen Seite geht die Sonne runter und auf der anderen Seite erscheint einfach mal dieser brachiale Blood Moon. Leute, was ist das denn? Oh mein Gott, wie crazy sieht das denn aus? Jetzt bin ich gespannt. Kommt hier auch noch irgendwas? Weil eigentlich hatte ich, glaube ich, was gelesen. Also ich muss sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ich meine, schaut euch diesen Mond einfach mal an. Der bei Nacht sieht er auf jeden Fall nochmal viel brutaler aus, wirklich. Ich sehe jetzt hier auch irgendwie nichts im Villager-Dorf, muss ich sagen. Also hier scheint irgendwie nichts abzugehen. Hm? Hat mein Texturladen neu? Boah, und irgendwie fängt jetzt alles an zu ruckeln. Lol, wer ist er denn? Wer ist er denn? Error-Entity? Error-Entity? Wer ist das denn, Alter? Was für Error-Entity? Was? 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 Oh mein Gott, Error-Entity. Was ist denn Error-Entity? Der hat mich einfach umgehauen. Alter Schwede.